Hallo zusammen. Sieht aus, als würde ich mir ein leckeres Müsli zusammenstellen. Aber es gibt Wichtigeres. Denn im Winter brauchen die Vögel, vor allem wenn der Boden gefroren ist, draußen was zu fressen. Und für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, das Futter einmal selbst zu machen. Dazu braucht man einfach verschiedene Körner und Flocken und natürlich Speiseöl. Ach Haro, was redest du denn da für einen Unsinn? Speiseöl im Vogelfutter? Das ist doch gefährlich. Davon bekommen die Vögel nämlich Durchfall. Ich habe hier die Zutaten für selbstgemachtes Vogelfutter. Und dazu gehört neben Getreideflocken und verschiedenen Körnern eins, nämlich Salz. Und ganz besonders wichtig, es müsste Jodsalz sein. Zum einen für den Geschmack, aber viel wichtiger für die Versorgung der Vögelchen mit guten Mineralstoffen im kalten Winter. Jetzt müsste mir Frau Kargerer zugeschaltet sein. Hallo Frau Kargerer. Ja, grüße Gott, Frau König. Grüße Gott. Wir wollen um 250 Euro quizzen hier. Und Sie haben sicher doch schon eine Idee, ob man den Vögeln lieber Salz noch zuführen sollte oder Öl. Was meinen Sie? Ich meine Öl oder Fett. Fett muss man zuführen. Ja, dann hätte Haro in diesem Fall recht. Haro hätte recht, sage ich. Dann schauen wir doch mal. Richtiges Speiseöl. Öle und Fette können unsere gefiederten Freunde nämlich verwerten. Ganz falsch wäre es, Salz und salzhaltige Produkte in unser selbstgemachtes Futter zu mischen. Denn diese Mineralstoffe brauchen die Vögel nicht. Und eine hohe Dosis kann sogar zur Austrocknung führen. Also Getreideflocken mit Speiseöl oder Pflanzenfett in der Pfanne braten, abkühlen lassen und dann am besten sofort verfüttern. So können sich unsere kleinen Freunde einen Winterspeck zulegen. Mache ich auch immer so. Ja, Frau Kargerer, Sie kriegen auch was für den Winterspeck von uns. Ich freue mich riesig. 250 Euro und unseren Kalender schicken wir noch oben drauf. Kommt vielleicht noch vor Weihnachten. Vielen, vielen Dank und alle frohe Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Vielen Dank.